Ich weiß auch nicht, guck mal, der hat jetzt einen Beruf bekommen, ich hol's ab. Und der Pisser hat immer noch seinen Beruf. Jungs! Jungs! Ja! 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 Abfahrt! Nein! Was? Nein! Nein. Weißt du, der verkauft gerade für ein Emerald Unendlichkeit. Okay, da muss ich jetzt aber kurz mal wenigstens ein paar Unendlichkeitsbücher kaufen. Aber trotzdem, was ist denn das? Wisst ihr, ich habe einmal Glück in meinem Leben. Einmal richtig, richtig viel Glück. Und dann verliert dieser Typ sein Trade. Er verliert einfach seinen Trade. Und jetzt haben wir keinen Unendlichkeits-Villager mehr. Reparatur-Villager mehr. Es ist zum Kotzen. Es ist so traurig. Oh mein Gott, es ist so traurig. So Unendlichkeit, Alter. Ich nehme dir gerne jetzt ein paar Unendlichkeitsbücher ab. Ich glaube, so viel Unendlichkeit, wie wir bei dem jetzt kaufen, können wir gar nicht in irgendeiner Weise. Können wir, ja, top. Die werden wir nämlich nie wieder verbrauchen können. Er hat Behutsamkeit für 10. Der hier für 9. Nee, der hier hat für 12, oder? Dann ist der ab jetzt auch Abfall. Wir brauchen den nicht mehr. Okay, Behutsamkeit für 5 ist halt echt top. Ist halt echt geil so. Davon kaufe ich mir jetzt direkt auch alles voll Scheiß auf die Emeralds. Wir haben eh keine Reparatur-Villager mehr. So ein Mist. Okay, Behutsamkeitsbücher haben wir jetzt auch jede Menge. Mann, Alter, wie kann das denn passieren? Ohne Spaß jetzt. Wie kann das passieren? Ja, okay. Komm. Glück 2. Glück 2 ist aber nicht schlecht, ne? Okay, das gleiche machen wir jetzt mit dem auch. So. Plünderung 3 immer noch. So, theoretisch müsste er doch jetzt gleich seinen Job verlieren, oder nicht? Glück 3 ist halt okay, so. Glück 3 ist nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Glück 2 ist halt perfekt, nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Ach, das ist halt so schwierig, jetzt hier auszuwählen, welchen Villager wir nehmen oder welcher Villager gut und welcher schlecht ist. Vor allem, wenn du darauf denkst, dass wir Reparatur hatten. Wir hatten den Trade Reparatur schon und er ist einfach wieder arbeitslos geworden. Und wisst ihr, hier ist jetzt keine Worktable mehr. Und er hat immer noch den gleichen Trade. Ey, es ist so traurig. Ich bin gerade so sad, ne? Ich habe mich so gefreut, dass wir endlich nach Jahren mal endlich Glück haben, Alter. Endlich hier mal was Krasses in dem Projekt passiert. Und dann verliert der Typ einfach sein Beruf. Alter, Leute, ich bin so unfassbar mad. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie mad ich gerade bin. Das macht mich so traurig. Wisst ihr, ich dachte mir so, yo, jetzt haben wir Behutsamkeit. Alter, mit Behutsamkeit haben wir alles oder habe ich alles, was ich brauche. Und dann, bam, er verliert seinen Job. Der andere verliert auch seinen Job. Alle verlieren ihre Jobs gefühlt. Okay, Spaß, waren nur 2 Stück, aber was, wie, nee, ich komme damit nicht klar. Ich komme damit wirklich nicht klar. Wie kann denn sowas passieren? Ich glaube, ich hätte wirklich nur einmal mit dem Reparatur-Villager traden müssen und alles hätte gestimmt. Alles. Es wäre alles perfekt gewesen. Aber was mache ich? Nichts. Okay, ich gönne mir jetzt hier bei dem wieder ein bisschen Emeralds. Keine Ahnung wofür. Wir werden es, glaube ich, eh nicht brauchen, weil wir haben keine Reparatur-Villager. Es macht mich so traurig. Hier, die wollen immer noch alle nicht mit mir traden. Die haben immer noch alle keine Lust auf mich. Die hier erst recht nicht. Und der verliert seinen Kackjob nicht. Keine Ahnung, warum. Warum verliert der jetzt zum Beispiel seinen Job nicht? Warum nicht? Warum kannst du nicht einfach arbeitslos werden, bitte? So, Leute, dadurch, dass ich jetzt so abgefuckt bin, gehe ich jetzt rüber und probiere drüben weiter aus mit den Worktables, weil irgendwie funktioniert das drüben besser als hier. Ich weiß aber nicht, warum. Drüben funktioniert es einfach top. Mann, ich will einfach nur endlich diesen fucking Reparatur-Villager. Wie lange hasseln wir auf diesen Reparatur-Villager und haben immer wieder hat uns dieses Game einfach richtig eine Schelle mitgegeben, wie vom Feinsten. Es ist einfach nur so traurig. Es ist so traurig, Mann. Oh. Jungs, ihr müsst jetzt hier bitte einmal wirklich einfach nur Glück, okay? Einfach nur Glück schenken. Hier, wisst ihr, so muss das nämlich aussehen. Genau so wie hier. Jetzt mache ich das weg, jetzt wieder. So, jetzt wird der. Genau so muss das aussehen, genau so. Und warum funktioniert das hier aber nicht drüben? So, jetzt wird der hier wieder Beruf. So, was hat der jetzt? Behutsamkeit für 8 Bräuen. Ich habe einen für 5. Weiter geht's. Komm, hier wieder, hier der nächste. Wisst ihr so, warum läuft das bei uns zu Hause nicht? So, kann mir das irgendjemand erklären? Komm. Ich brauche einfach nur einmal Glück in meinem Leben. Federfall 3 für 33, leider, sonst hätte ich gesagt, wir nehmen das. Schlag 2, Reparatur für 34, Alter. Nee, da probiere ich lieber weiter rum. Sorry, Leute, aber für 34, da ist dann auch bei mir echt mal vorbei. Schärfe 2 braucht auch niemand. Mann, Jungs, ich bin mad. Ihr müsst mir hier jetzt mal wirklich Reparatur für 12. Danke, Junge. Danke, Mann. Ich liebe dich.
Und jetzt, Leute, kann mir bitte jemand erklären, warum das nicht von Anfang an so funktioniert hat? Warum habe ich es nicht geschafft, von Anfang an hier einfach herzukommen und genau das zu machen mit den Villagern, bis wir Reparatur bekommen? Warum habe ich jetzt 12... Alter, ich bin gerade so mad. Es tut mir leid, falls die Folge ein bisschen madder wird als sonst. Aber ich habe gerade 12... Ich glaube 12 Folgen haben wir hiermit verbracht, einfach nur exakt das zu machen, was ich jetzt gerade innerhalb von 5 Minuten gemacht habe. Es ist traurig, oder? Seid ehrlich, es ist so ekelhaft traurig. So, der ist jetzt ein Level höher. Heißt, theoretisch, wenn die Theorie, die ich aufgestellt habe, klappt und wenn die, sobald die Level höher sind, die Worktables nicht mehr zählen, dann hoffe ich jetzt einfach, dass er seinen Beruf nicht verliert. Gott bete. Ja. Und genau so ist es nämlich. Der hat jetzt Reparatur und der kommt jetzt ab nach Hause, Junge. Ab nach Hause mit dir, ich brauche dich zu Hause. Das gleiche machen wir jetzt zu Hause mit den anderen Villagern, beziehungsweise nicht zu Hause, sondern hier. Bis wir wieder Reparatur haben, dass wir zu Hause nämlich mehrere Reparatur-Villager haben. Weil ich glaube, mehrere Reparatur-Villager wären echt angebracht. Alter, das ist ja so ein Abfall. Ich könnte kotzen. Im Strahl, einfach mal los. So, und jetzt ab nach Hause mit dir, Brudi, ich komme mit. Und bete zu Gott, dass er einfach seinen Beruf nicht verliert, sondern einfach alles einwandfrei funktioniert. Bitte. Ja, er ist immer noch ein Reparatur-Villager. So, dich sperre ich jetzt ein. Du bist das Heiligtum dieser Halle hier. Du bist der Grund, warum ich überhaupt damit angefangen habe, mit Villagern irgendwas zu machen. Du bist das, was mich zu allem motiviert hat. Gott, Alter, pure Verzweiflung hier. Wirklich jetzt. Schön, dass ihr versucht, hier Liebe zu machen. Mit dem Reparatur... Alter, hörst du auf mit dem Reparatur-Villager? Die fangen hier an, Liebe zu machen. Ja, besser so, Alter. Weil der Reparatur-Villager ist mein Häschen. Mein Hoppelhäschen. Wisst ihr was? Ich baue den Typen einfach. Wir machen das jetzt so. Passt auf. Der wird jetzt hier erstmal eingebaut. Und dann kommt der 2 Blöcke runter. So, auf den. Jetzt gehe ich hier auch 2 Blöcke runter. Und hier unten bauen wir jetzt für den alleine eine kleine Halle. Und hier kommen alle Reparatur-Villager hin. Ich überlege gerade, ohne Witz, die Hälfte von den Villagern, die ich hier jetzt habe, einfach anzuzünden. Einfach anzünden und dann ist gut. Alter, die haben uns so wenig gebracht. Die haben uns nur immer hier komplett genervt. Waren einfach zu nichts da. Wirklich, Leute, ich bin gerade so traurig und enttäuscht über die Zeit, die wir, ich würde nicht sagen verschwendet, weil wir haben echt eine ganze Menge dazugelernt. Aber über die Zeit, die wir damit verbracht haben, die Villager so zu machen, wie sie heute sind, obwohl wir hätten einfach dafür 5 Minuten investieren können, was hätte gereicht. Und ich mache das jetzt auch. Ich zünde jetzt einfach die Villager, die wirklich da unten die Trades durchgehend blockieren, die nicht frei werden, die uns wirklich nichts bringen, zünde ich jetzt einfach an. Hier er zum Beispiel. Was haben die uns gebracht bisher? Nichts. Die sind auch absolut kacke. So, und das gleiche machen wir mit dem hier. Der hat auch nur Kack-Trades. Einfach nur Kack-Trades. So. Wir schaffen Platz für Besseres als euch. Okay, so gemein wollte ich jetzt nicht sein. Aber so ungefähr eigentlich schon, doch. Auch die hier, guck mal. Die waren durchgehend einfach besetzt. Durchgehend haben die mir nichts gegönnt, Alter. Nichts. Warum bist du raus? Er ist geflüchtet. Leute, er brennt und flüchtet. Er ist tot. Hat niemand gesehen. Was? Hier ist nichts passiert. Okay, hier ist nichts passiert. Besser so, guck weg. Genauso der hier. Warum besitze ich dich überhaupt? Wofür bist du da? Wir brauchen dich nicht mehr. Au. Hier, das hier. Sucht euch mal ein Beispiel an dem netten da, an dem netten hier. Der hat schon wieder freie Trades, weil er einfach korrekt ist. Du nicht. Den muss man halt lassen, der hat Verbrennung 2,14. Ist vielleicht nicht top, aber den würde ich wenigstens noch einer. Und der hier, er ist hier genauso ein Ehrenmann. Komm, dich will ich auch bitte einsperren einmal. So, der muss jetzt einmal nach da. Nein, Junge, du musst einmal nach da. Mann, Alter, ganz ehrlich, ihr geht mir hier so auf die Nerven. Was? Warum bist du hier? Du gibst dir nichts an Emeralds, ja. So, geh da jetzt rein, so. Dann haben wir den nämlich endlich auch eingesperrt. So, was? Warum bist du hier? Warum? Ja, wir gründen hier jetzt eine neue Ära. Ohne euch. Ohne solche Leute wie dich, die ganze Zeit gemein zu mir sind. Mir die ganze Zeit kein Stuff gönnen. Die ganze Zeit einfach nur unkorrekt sind und hier rumchillen und nichts in der Tasche haben für mich. Obwohl ich euch gute Trades gebe. Obwohl ich euch gute Preise verhandle. Ja, warum bist du noch hier? Warum? Hä? Warum? Ja, Junge. Hä? Okay, was? Ich weiß nicht, was hier gerade in irgendeiner Weise passiert ist. Warum sind all unsere Villager weg? Warum sind hier nur noch so wenig Villager? Und warum hat er schon wieder keinen Beruf? Ach, Junge.
Nee, der Typ ist einfach komisch. Nein, aber jetzt wirklich, Leute, warum sind hier keine Villager? Die sind ja alle weg. Ist ja ganz komisch. Naja, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es jetzt endlich ran. In der nächsten Folge setzen wir uns hin und holen uns das Reparaturbuch. Wirklich jetzt. In der nächsten Folge wird das passieren. Ich verspreche das euch. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Dann geht's wirklich richtig los. Und ja, lieber Golem, du bist auch schon hyped, ne? Ja, ich weiß. Bis dann, Leute, und ciao. Er hat jetzt einen Beruf bekommen, ich hau's ab. Und der Pisser hat immer noch seinen Beruf. Jungs, Jungs, ja, 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 Abfahrt.